diesem Abend hatte ich weder Ruhe noch Rast mehr. Es war mir beständig zumute, wie sonst immer, wenn der Frühling anfangen sollte, so unruhig und fröhlich, ohne dass ich wusste, warum, als stünde mir etwas Großes, etwas Außerordentliches bevor. Das Sitzen draußen vor der Tür wollte mich länger behagen. Es schien mir, als würde mir allmählich die Beine immer länger vor Langeweile und die Nase wüchs mir vom Nichtstun, wenn ich nur so stundenlang an ihr heruntersah. Und es war mir nicht anders, als müsste ich einfach nur sogleich mit, fort, weit, weit in die Welt.